Und der 123. Große Preis von Berlin ist in diesem Augenblick gestartet. Wer setzt sich an die Spitze des Rennens? Nymphea. Nymphea und Dennis Schirgen. Temida auch gut raus. Im Moment sieht es aus, als wenn es doch ordentlich Tempo gibt. Meandre dahinter dann zu sehen mit Girolamo von Nordvulkan und Don Harling als Schlusslicht des Sextetts. So geht das Feld zum ersten Mal in den Logierhausbogen hinein. Und Nymphea setzt ja einen ordentlichen Takt und führt das Feld an mit ca. 5-6 Längen Vorteil. Das sind schon 7 Längen bis zu Temida. Dann wiederum 4 Längen bis zu Meandre. Dahinter Girolamo von Nordvulkan und Don Harling das Schlusslicht. So sind die Pferde im Logierhausbogen unterwegs und der Erste, die Erste biegt jetzt gleich in die Gegenseite ein und das ist Nymphea mit Dennis Schirgen. Der hat hier durchaus einen Vorteil von 12 Längen vor Temida, dann wiederum 8 Längen bis zu Meandre. Nordvulkan dahinter an vierter Position, 2 Längen Abstand bis zu Girolamo und letztes Pferd, das ist Don Harling. So hat Nymphea das Maschinenhaus bereits erreicht. 1600 Meter noch für die vordere Stute mit Dennis Schirgen. Die setzt hier den Takt und die anderen mögen sie vielleicht unterschätzen, das wissen wir nicht. Nymphea ist ganz klar voraus im Großen Preis von Berlin. Die Lücke ist riesig bis zu Temida. Das mögen jetzt schon 15 Längen sein. Dahinter dann 4 Längen bis zu Meandre. Dahinter Nordvulkan vor Girolamo und Don Harling an letzter Position. Aber wenn die das mal nicht unterschätzen, Nymphea ist hier voraus. Mit circa, ja ich schätze mal 20 Längen, da kann man schon gar nicht mehr rechnen. Nymphea ist voraus für den Stall Nizza. Riesiger Abstand, biegt gleich in Dalwitzer Bogen ein. Dahinter dann Temida vor Meandre, vor Nordvulkan, Girolamo und Don Harling. Vorne ist jetzt Nymphea im Dalwitzer Bogen angekommen. Mal schauen, wie weit die Luft reicht, wie groß der Abstand bleibt. Vorne Nymphea, vor Temida, aber die Lücke ist riesig. Dahinter dann an dritter Position Meandre, vor Nordvulkan Girolamo und Don Harling. So hat Nymphea bereits den Scheitel des Schlussbogens durchschritten und kommt als erstes Pferd hier in die Zielgerade in diesem Augenblick hinein. Das sind fast 100 Meter bis zu Temida, bis zu Meandre, Nordvulkan Girolamo und Don Harling. So Dennis, jetzt zeig mal, was du kannst auf die 400 Meter Marke zu Nymphea. Wie weit geht der Ausreißversuch? Temida ist zweite vor Meandre, dahinter Nordvulkan, Girolamo und Don Harling. Vorne aber Nymphea. Die 300 Meter Marke ist passiert. Der Abstand wird kürzer. Temida ist dahinter zweiter, Meandre dritter, Girolamo dahinter. 200 Meter noch bis zum Ziel. Reicht die Luft noch? Nymphea ist voraus. 150 Meter Temida. Philipp Minald gibt alles. Meandre dahinter mit Mirko Demore. Aber Nymphea, sie geht nach Hause im 123. Großen Preis von Berlin. Dennis Schirgen zückt den Stift und schreibt sich ein in die Geschichte, in die Siegerliste des Großen Preis von Berlin. Temida wird zweite, Meandre dritte, dann Girolamo vor Don Harling und Nordvulkan. Was für ein Ritt von Dennis Schirgen! War das nicht Gänsehaut? Ist das nicht immer noch Gänsehaut? Hier die vorläufige Platzierung zum 123. Großen Preis von Berlin. Rennen der Gruppe 1 über 2400 Meter. Es siegt vorläufig die Programmnummer 5 Nymphea, geritten von Dennis Schirgen. Auf dem zweiten Platz die Programmnummer 6 Temida unter Philipp Minarik. Auf dem dritten Rang die Programmnummer 3 Meandre unter Mirko Demuro. Die vorläufige Dreierwette zum fünften Rennen, die 5 vor der 6 und der 3. Auf den Monitoren sehen Sie nochmal die Zielgerade im 123. Großen Preis von Berlin. Da hatte Dennis Schirgen noch ca. 50 Meter Vorteil auf Temida. Meandre dahinter, die anderen nie wirklich mit einer ernsthaften Siegchance. Sie haben ihn vielleicht allesamt ein bisschen unterschätzt. Dennis Schirgen schaut sich da regelmäßig um. Die Lücke wird zwar kleiner, aber er geht sicher, sicher nach Hause. Hat das Tempo super eingeteilt. Riesenleistung des jungen Mannes. Jetzt hat er auch auf den Monitoren ein weiteres Mal die Siegerlinie im Großen Preis von Berlin erreicht.
Die zwei Stimmen auf dem Geläuf stehen bereit, zwei Begleitpferde bei der Siegerparade, zwei Begleitpferde der Reiterstaffel der Bundespolizei aus Berlin. Und sie nehmen natürlich die Siegerin im 123. Großen Preis von Berlin in die Mitte. Hier kommen die Geschlagenen und Platzierten zurück. Ein tolles Rennen. Spannung bis zur Linie. Sie kamen näher, aber sie haben sie nicht mehr erreicht. Blitzlicht, Gewitter, na Blitzlicht brauchen wir nicht bei dem Sonnenschein. Dort ist das siegreiche Team im 123. Großen Preis von Berlin. Ich ziehe meinen Hut. Dennis Schirn, was für ein Ritt. Auf der Nummer 5, Nymphea, im Besitz des Stalles Nizza. Der Trainer in Köln, sein Papa, der wird riesig stolz sein, ist natürlich auch auf der Siegerparade mit dabei. Nymphea, Listensiegerin in Baden-Baden, dann starker zweiter Rang in England. Und mit diesem Ritt konnte sie ja nicht verlieren. Dennis Schirgen, ihr Applaus, dein Applaus, da ist die Siegerfaust. Nymphea mit einem Startzielsieg, super getimt. Er hat genügend bewahrt, den Kräften von Nymphea bis zur Ziellinie. Die Besitzer freuen sich natürlich riesig, der Stall Nizza von Nymphea, vierjährige Stute von Dylan Thomas. Dennis Schirgen hat hier die Stute beim 8. Start zum 3. Sieg geritten. Peter Schirgen hat eine Riesensaison, die Pferde laufen riesig gut. Er wird natürlich immer in Verbindung bleiben mit dem Namen Daydream, das ist ganz klar. Aber heute haben wir gesehen, da ist wieder ein richtiges Talent im Stall. Nicht nur vierbeinig, sondern auch der junge Mann, der drauf sitzt. Ihren Applaus nochmal. Dennis Schirgen auf Nymphea, siegreich im 123. Großen Preis von Berlin. Ich denke, diesen Ritt wird er sein Leben lang nicht vergessen. Der zweifache Amateur-Champion Dennis Schirgen darf sich freuen, gleich auf die Siegerehrung zum 123. Großen Preis von Berlin. Gehen wir dann schon mit dem Bild hier rüber und kommentieren hier das schon ein bisschen mit Absatteln und so weiter? Nee, ne? Achso. Du bist mit Dex hier aber verbunden jetzt, ja? Wo haben wir unsere Kamera da unten?